Hallo und recht herzlich willkommen zu einer Neuvorstellung hier auf dem Kanal. Recht herzlich willkommen zum Fernbus-Simulator, allerdings nicht in der klassischen Version, sondern diesmal im Mannschaftsbus-DLC. Schön, dass ihr auf jeden Fall wieder mit dabei seid. Und auf jeden Fall haben wir hier jetzt die Möglichkeit, unseren Lieblingsverein von A nach B zu fahren. Können natürlich auch alles einstellen, wie ihr es schon kennt. Ne? Das heißt Arcade oder Benutzer oder realistisch, so wie ich es war. Und ja, auf jeden Fall werden wir jetzt gleich ein neues Spiel starten. Die Möglichkeit besteht auch zu modden. Weiß aber jetzt nicht. Es gibt auf jeden Fall etwas, auch mit den Mannschaften. Und ja, bin ich mir nicht ganz sicher. So, wir starten mal ein neues Spiel und werden dementsprechend jetzt hier ja, den Homer eingeben. Und können hier klassisch auswählen zwischen zwei Charakteren, männlich und weiblich. Den kennt ihr ja schon aus dem ganz normalen Fernbus-Simulator und wir werden jetzt für unseren Lieblingsverein quasi dementsprechend rumfahren und die Spieler von A nach B fahren. Ja, sind natürlich nicht die originalen Namen und Wappen, VfB Nürnberg zum Beispiel, der FSV Düsseldorf, wer kennt ihn nicht, oder 04 Meier Leverkusen, die Einheit aus Frankfurt und die Kollegen aus Gelsenkirchen mit Schalke 4C. Die Namen sind auf jeden Fall Klassiker und natürlich auch den FV Bayern München, Leipzig auch mit am Start, ja, ein kleines Liga-Logo und wir nehmen natürlich den BVB, also hier in diesem Spiel SGB 09, Dortmund und da ist der MAN, ne? Dortmund fährt MAN, ne? MAN-Lizenz ist mit dabei und ja, wir werden uns auf jeden Fall jetzt hier dieses Spiel, sag ich mal, vereinleiben. Und ja, sieht auf jeden Fall gut aus, das Spiel. Bin mal gespannt, wie das bei euch so ankommt. Und ich freue mich auf jeden Fall riesig. Und ja, habe leicht mit der Aufnahme so ein paar Probleme. Irgendwie ist da der Shader nicht so. Irgendwie schimmert das so komisch. Ich weiß nicht, wie es dann rauskommt. Wir können natürlich auch die normalen Busse nehmen. Also die Standardbusse. Und da sind so ein paar Repaints hinterlegt. Habe alle DLCs. Nehme aber hier den Dortmunder. Irgendwie schimmert das so komisch. Muss ich nochmal gucken, ob das gleich auch gleich in der Aufnahme so ist. Können natürlich auch Flixbus Repaints nehmen. Aber wir wollen natürlich das Dortmunder Repaint haben. Ne? Echt schön gelungen. Starke Liebe. Ne? Nicht die echte Liebe. Und ja, ich würde sagen, wir starten mal. Hier haben wir schon alles eingestellt, Budget steht mit dabei, Name, realistisch, natürlich in schwarz-gelb, sind wir unterwegs und hier ist auch schon der Spielplan für den ersten Spieltag. Oh, wir müssen nach München zur Bayern Arena und da bin ich mal gespannt, was das Spiel so für uns bereithält und ich würde sagen, wir starten mal das Spiel. Die Ladezeiten sind hier deutlich verkürzt worden. Gab ein Update und seitdem geht das relativ fix. So, dann wollen wir gleich mal gucken. So, er lädt noch einen kleinen Moment und dann müssten wir gleich im Spiel sein. Dann müsste er gleich umschalten. Und ja, da sind wir auch schon. Irgendwie ist das mit der Aufnahme. Irgendwie habe ich da, glaube ich, was falsch eingestellt. Da müsste ich nochmal gucken. Weiß jetzt gerade nicht, woran es liegt. Auf jeden Fall haben wir die Möglichkeit, durch den Positionsmarker dementsprechend dort verschiedene Sachen zu erkunden. Haben auch so ein paar Hilfspfeile und die Ziele werden unten links angezeigt. So, da ist das schöne Stadion, das schönste Stadion der Welt. Meiner Meinung nach, ne? Ich kann jetzt nicht für alle sprechen, aber meiner Meinung nach das schönste Stadion auf der Welt. Und irgendwie ist das mit den Shadern irgendwie so komisch. Irgendwie schimmert das so. Ich weiß auch nicht, ob das dann... komisch. Muss ich nochmal gucken, woran das jetzt genau liegt. Irgendwie ist das nicht so wirklich. Müssen wir mal gucken, wie es bei der Aufnahme dann geworden ist. Wir machen einen Screenshot hier fürs erste Let's Play. Und unsere Aufgabe ist es erstmal, dass Stadion zu betreten, beziehungsweise das, das Vereinsbüro. So.
wir uns das mal an hier. So, da ist das Stadion. Sieht auch echt ja, fast originalgetreu aus. Die Gelbtöne sind irgendwie so ein bisschen komisch. So, ansonsten scheint alles richtig animiert zu sein. Und ja, kann man sich auch einen Kaffee ziehen. Wir gehen mal rein ins Stadion erstmal. Oder gehen wir ins Büro? Nee, wir gehen erstmal ins Stadion. Und werden uns das Ganze anschauen. Gehen mal hier auf den Trainingsplatz und schauen uns den auch mal an. So. Ja, sieht ja schon mal gut aus. Das ist auf jeden Fall nicht schlecht. Das Borussia-Stadion, ne? Westfalen-Stadion wird es auch genannt, in Dortmund. Und die Gelbtöne sind irgendwie ein bisschen komisch. Vielleicht auch irgendwas für eine Einstellung. Wir können natürlich auch wieder rauszoomen, um unser Charakter dementsprechend besser zu sehen. Und können hier auch am Stadion vorbeilaufen, im Eingangsbereich. Und werden jetzt mal hier in unser Büro gehen. So. Jo, wir haben hier so ein kleines Tutorial. Ne? Man kann E-Mails natürlich lesen. Und kann darüber auch Werkstatttermine, Hotelreservierung vornehmen. Einen kleinen Kalender haben wir noch und können wir die Termine sehen und müssen natürlich auch unseren Busstatus überprüfen. Ne? Budget müssen wir natürlich auch immer in der Übersicht haben. Und ja, weiter geht's. So, jetzt sind wir hier in der Zentrale, da blinkt's und blinkt's und blinkt's. Busstatus haben wir, dementsprechend auch hier die ganzen Statis, Kalender können wir auswählen und so weiter und so fort. Und aha, Kalender zeigt die aktuellen Termine. Rote Kästchen ist ein Spieltag, orangene eine Hotelreservierung und grüne sind Werkstatttermine. Und wir können selber auch Termine festlegen. Das ist schon mal sehr, sehr positiv. Und da am 1. geht's los mit dem Spieltag in München. Und da können wir dann fortsetzen, aber wir müssen erstmal unsere E-Mails lesen. So, in der Rubrik Postfach kannst du deine empfangenen E-Mails lesen und wir müssen auch noch einen Online-Provider festlegen. Okay, wähle einen Vertrag aus und bestätige ihn. In der Rubrik Neue E-Mail kannst du E-Mails versenden, zum Beispiel Hotelzimmer und so weiter und so fort. Okay, kaufen, bestätigen und auch absagen. So, hallo Homa, zum nächsten Auswärtsspiel am Samstag in München werden wir in Zug anreisen. Bitte hol uns pünktlich am Bahnhof ab. Du kannst, wenn du möchtest, im Hotel übernachten. Okay, das heißt, wir müssen erstmal ein Hotel buchen. Oh, hallo Homa, wer heißt nicht? Herzlich willkommen, der Vereinsmanager H. Watz. Auch geil. Oha. So, da haben wir D-Mobile. D-Mobile, nicht zu verwechseln mit dem anderen Buchstaben. Und wir können jetzt hier einen Tarif auswählen. Okay. Ich glaube, wir nehmen den hier. 50 Mbit reicht für unsere Spieler. So, das haben wir jetzt gemacht. Und ja, das war's, glaube ich, erstmal, ne? Okay. Wollen wir mal Hotel buchen, oder? Ausgang, wo war das? Ach da, okay, da können wir eine Hotelreservierung vornehmen, Kreditanfrage, Bauteilreparatur, aha, so, La Paloma in München, ist auch ein geiler Name, dann werden wir das einmal hier durchführen, okay, zack, schicken die weg, so, klicke auf den Button zum Termin springen. Und zum nächsten Spieltag, wenn du Termine selber eingetragen hast, kannst du dich klicken auf das entsprechende Symbol wechseln. Okay. So. Das heißt, wir buchen uns erstmal einen Einkaufstermin. Okay, Symbole, färbt sich grün. Ah ja, okay. Gut, das heißt, wir wählen jetzt erstmal einen Einkaufstermin aus. Und zwar nehmen wir den Einkaufstermin. Irgendwie hat er die Farben irgendwie umgekehrt. Ich weiß auch nicht. Ich weiß nicht, ob das hier am Aufnahmeprogramm liegt oder an irgendwelchen Einstellungen. Da müsste ich dann nochmal überprüfen. So.
Auf geht's. Dann springen wir zum nächsten Termin, also zum Einkaufen. Können hier noch das Budget einsehen, Treibstoffausgaben, Waschanlagenausgaben und so weiter. Und ja, werden jetzt hier. Ah, okay, da haben wir noch die Bustechnik. Irgendwie hat er die Farben vertauscht. Komisch. Weiß jetzt auch nicht, ob das irgendwie eine fehlerhafte Ladung oder sowas ist. Da war es mal kurzzeitig grün, aber irgendwie scheint da was hier nicht richtig abzugreifen. Da muss ich nochmal schauen. Im Aufnahmeprogramm, weil normalerweise wird da grün angezeigt. Hier können wir Kraftstoffstatus sehen. Okay. Also rechtzeitig tanken, Toiletten leeren. Okay. Und ja, einkaufen. Müssen wir gleich auch noch, bevor wir losfahren nach München. Da sehen wir den Status. Und ich würde sagen, wir springen mal jetzt gleich hier zum nächsten Termin. Zack. Da springen wir mal rüber. Und dann wollen wir mal gucken. So. Wir haben jetzt Freitag. Wir haben eine E-Mail gekriegt. Okay. So. Hallo Homa. Hiermit bestätigen wir gerne Ihre Zimmerreservierung in unserem Haus. Super. Das heißt, wir können dann jetzt auch gleich losfahren. Gehen erstmal wieder raus, glaube ich, oder? Jo. So, jetzt gehen wir wieder raus. Irgendwie scheint er irgendwelche Farben nicht zu laden. Komisch. So, von Weitem sieht der Bus richtig schön gelb aus, aber je näher man rankommt, irgendwas ist mit den Texturen, was er wohl nicht verarbeiten kann. Da müssen wir dann nochmal gucken, woran das denn jetzt genau liegt hier. Auf jeden Fall sehr komisch. Sorry nochmal für die, für diese komischen Texturenfehler, aber irgendwie. Der Bus sieht auf jeden Fall sehr, sehr gut aus. Da passen auch die Texturen. Aber von außen irgendwie, wirkt das für mich ein bisschen, ja, optisch ein bisschen komisch. So, mit dem Smartphone kannst du auch, okay. Ah, guck mal, wir haben jetzt hier auch die Möglichkeit, alles nachzuschauen. So, ich mach nochmal ein bisschen Audio an. Weil irgendwie habe ich das Gefühl, ist alles ein bisschen zu leise hier. Wenn ihr natürlich einen Tipp habt, warum ich jetzt hier so komische Texturen habe. Ich habe eigentlich alles eingestellt. Ich kann da gleich nochmal gucken irgendwie. So. Da haben wir noch E-Mails, da können wir auch von unterwegs drauf zugreifen. Da ist der Termin. Und irgendwie scheint er hier die ganzen Sachen durcheinander zu ballern. Müssen wir auf jeden Fall nochmal gucken. Irgendwie. So, wir machen jetzt den Bus mal startklar. Und werden dann hier nochmal schauen, dass wir das dann auch hinbekommen. So, wir starten den Bus. Zündung an. Klimaanlage schalten wir auch gleich ein. Erstmal den Motor starten und dann fahren wir mal raus aus unserem. Stadionbereich, Klimaanlage an. Ich glaube mal 23 Grad sollte reichen. Okay, cool. So, WLAN, Fanfare. Machen wir alles an hier. Zack, zack. So, Leseleuchtenfreigabe. Wobei wir transportieren ja noch keinen. So, Fahrgastlicht schalten wir wieder aus. So, verriegeln wir mal die Gepäckladeluken. Und dann würde ich sagen, fahren wir auch mal langsam los. So. Kurz einen kleinen Schluck trinken noch, bevor es losgeht. So. Los geht's.
Bremspedal drücken und halten. Genau, bin schon etwas länger nicht mehr gefahren, deswegen seht mir das ein oder andere nach. Muss erstmal wieder ein Gefühl dafür bekommen. Auf jeden Fall bin ich riesig gespannt, auch mal auf eure Kommentare, wie ihr das Spiel so findet, ob ihr es euch vielleicht schon gekauft habt. Wir machen nochmal kurz das Navi hier an. Würde mich einfach mal so interessieren. Und ist auf jeden Fall mal eine nette Abwechslung. Spiegel könnten wir auch noch machen. Im Vergleich zu dem Flixbus-Fernbus-Simulation, wo man dann Leute von A nach B fährt. Jetzt muss man die Spieler dann abholen vom Bahnhof. Und wir machen uns jetzt gleich auf den Weg hier in Richtung Stadion. Und werden jetzt mal Gang einlegen, Feststellbremse lösen und dann langsam mal losfahren. So, Gang hochschalten. Ich denke, wir nehmen mal, kommen hier vorbei. Ja, das sieht gut aus. So, wir schalten mal auf die Außenperspektive, denn wir müssen hier wirklich erstmal rumkommen. Das ist gar nicht so einfach. Aber ich denke, dass wir das schaffen werden. So, das Tor kommt immer näher hier. Oh. So, schön langsam rum hier. Setzen mal einen Blinker hier und fahren jetzt mal so langsam raus. Muss natürlich den Verkehr ein bisschen im Auge behalten. Und so, jetzt können wir rausfahren hier. Auf geht's. Auf nach München, wie es auch unten steht. So, ja, von innen ist wieder alles soweit okay. Evi hat jetzt gerade grün und gelb vertauscht oder vertauscht es grundsätzlich. Komisch irgendwie. Vielleicht irgendwelche Shader-Einstellungen oder irgendwas, was ich vielleicht ausstellen muss. Ah, ich glaube, ich habe V-Sync an. Muss ich nochmal gucken. Ach, guck mal, da kann man direkt einkaufen. Und dann fahren wir natürlich jetzt erstmal hier auf dem Parkplatz des Reweka-Marktes. Wer kennt sie nicht? Die große Kette. Reweka. Ne? Wartet bestimmt alle schon mal einkaufen. Und da werden wir jetzt erstmal ein bisschen Stuff für unsere Mannschaft holen. Weil die brauchen ja ein bisschen was zu mampfen, ein bisschen was zu essen und zu trinken. Wir parken unseren Bus einfach mal hier. Und machen dann auch erstmal den Motor soweit aus. Irgendwie. Muss ich nachher nochmal gucken. Also irgendwie scheint ja da was falsch eingestellt zu sein. So. Wir gehen jetzt hier erstmal einkaufen. So, auf geht's. In den Reweka. So, jetzt sind wir hier. Und dann werden wir. Aha. So, auf der linken Seite siehst du die Artikel, die du kaufen kannst. Auf der rechten Seite die im Fahrzeug. Okay. Klicke auf die linke Seite, um Artikel zu kaufen. Klicke auf der rechten Seite, um einen Artikel in den Warenkorb wieder abzulegen. Mhm. Gut. So, hier kannst du gleichzeitig. Aha. Ah, man kann das erhöhen. Alles gut. Und jetzt können, was können wir denn hier kaufen? Ah, Wasser. Ja, Wasser brauchen wir erstmal. So, sollte reichen. Ein bisschen Limo. Cola. Wobei Cola nicht so viel, ne? Ne. Ein bisschen Wasser weg. Ich glaube, wir machen jetzt erstmal den Laderaum voll hier. Und Müsli-Riegel, ein paar Mini-Salamis, ein paar Chips. Da können wir noch ordentlich was draufpacken hier. Die Leute sollen auch ordentlich was zu mampfen haben auf der Rückfahrt. Beziehungsweise wenn sie sich hier nach dem Spiel, ein paar Bierchen auch. Wobei, Bier wird erst danach getrunken, Jungs, ne? Das werde ich nochmal eine klare Ansage machen, wenn ich im Bus bin. Damit die das auch verstehen. So, dann haben wir das. Okay. Das passt soweit.
kaufen wir mal alles ein. Und ich packe jetzt mal alles hier in den Bus. Und gucken uns mal den Status an. 100%. Super. Und ja, ich würde sagen, ich packe jetzt alles ein. Und dann geht's los in Richtung München. Ich würde sagen, wir schließen erstmal die Folge hier ab. Und auf der nächsten oder in der nächsten Folge fahren wir dann weiter. Ich hoffe, die Folge hat euch soweit gefallen. Und ja, sag mal bis dahin. Tschö, tschö, ciao, ciao, bye, bye. Euer Homer.